Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner, hier bei A Plague Tale Innocence. Ja, ich habe dann nach der letzten Folge aus der letzten Staffel nochmal ein wenig herumprobiert und da ich hier vom Kontrollpunkt genau an dieser Stelle gestartet bin, als die beiden Wachen noch am Leben waren, musste ich das Ganze jetzt sowieso noch einmal spielen. Und dabei, wie ihr hinten sehen könnt, ist es mir tatsächlich gelungen, nicht nur die helmlose Wache hier auszuschalten, sondern in der Folgezeit tatsächlich auch mit einem Glücksgriff hier die andere behelmte Wache ja in einen Rattenschwarm hineinzulocken. Das war ein bisschen, es sah ein bisschen buggy aus, aber es hat gerade ganz knapp funktioniert. Was ich gemacht habe, ich habe einen Topf hinten in die Rattenplage, als der Scheinwerfer noch anders gestellt war, reingeworfen. Und dann ist die Wache dorthin gegangen, ist aber nicht direkt reingelaufen, natürlich wegen den ganzen Ratten, ist dann nach links abgebogen und befand sich da noch auf der Suche. Und dann habe ich ganz schnell die Laterne hier nach rechts geschwenkt, dann nach links geschwenkt, um die Ratten nach links zu locken. Und just in dem Moment, als die Wache zurückkehrte und mich erblickt hat, waren dann irgendwie 10 oder 15 Ratten unterwegs zu ihm und er wurde direkt gefressen. Ja. Und dann habe ich natürlich die anderen Ratten hier zu seinem Kadaver gelockt, habe mir hier den Weg freigeleuchtet. Und jetzt sehen wir nämlich, es geht wahrscheinlich hier in Wirklichkeit weiter und nicht auf der anderen Seite, wo wir diesen Wagen erspäht haben. Denn ich vermute, dass wir von der anderen Seite gar nicht mehr zurück können. Also das Ganze funktioniert nur so, dass wir wohl hier weiter müssen. Aber hier hinten, das kann man trotzdem machen, denn jetzt nach dem Neustart hatte ich wieder genug Ressourcen für Luminosa. Und damit können wir jetzt auch diese Quelle von Ratten hier vorne eliminieren. So, bitte. Ja, und können uns an diesem Anblick ergötzen. Und dann auch zu diesem Wagen vordringen, denn hier können wir auf jeden Fall zurück. Das ist hier wie so eine Sackgasse angelegt. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Und jetzt können wir hier auch looten. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das wollte ich unbedingt noch machen. Denn wir haben hier einige Stoffe zum Looten, unter anderem auch Steine, Kristall haben wir voll. Und jetzt können wir hier natürlich nochmal gucken und wir sehen, wir hätten jetzt zwei Upgrades im Bereich Alchemie. Wir könnten einen Behälter konstruieren, das ist glaube ich neu jetzt irgendwie, ne? Verlängert die Wirkungsdauer von Odoris und Luminosa oder Werkzeuge, Munition lenkt Gegner in der Nähe ab. Uiuiui, das verbraucht ja alles sehr, sehr viel. Ich glaube, wir machen mal diesen Behälter. Kleine flache Holzteile trennen die verschiedenen Komponenten im Behälter, sodass sie länger unvermischt bleiben und eine höhere Wirkung entfalten können. Wunderbar. Das sollte mir die Sache erleichtern. Ja, auf jeden Fall. Leider haben wir immer noch alle Kristalle maximal gesammelt. Hier hinten können wir aber noch ein bisschen was sammeln. Oh ja. Ein bisschen Episanguis befindet sich hier. Sehr gut, 8 von 16. Und jetzt sehen wir auch, wo wir rauskommen, nämlich direkt hier hinten. Dort waren wir ja beim letzten Mal, haben auch schon eine Wache in den Tod gelockt. Also wir sind hier gerade ein wenig der weibliche Todesengel, der hier sämtliche Wachen in den Tod geschickt hat. Mehrere davon direkt mit der Hilfe der Ratten. Naja, dann lass uns mal nach hier weiter gucken. Denn hier geht's weiter. Ich weiß nicht, was diese eine Ratte hier macht. Sie kann uns irgendwie nicht fressen. Sie backt ein wenig herum. Aber ja, das ist eben, wie es ist. Können wir nicht ändern. Wir marschieren hier rüber. Es brennt in mir drin. Was soll ich tun? Ich... Was weiß ich? Wasser. Oh nein. Da würde ich nicht reingehen. Oh nein. Oh. Das ist ein Albtraum. Los. Blub. Reiß dich zusammen. Oh Mann. Die Universität muss ganz in der Nähe sein. Um Himmels Willen. So, hier drüben können wir auch noch mal ein bisschen looten. Sehr schön. Alkohol, Salpeter und hier ist noch etwas Luminosa. Fein. Oh Gott, hier liegen überall die Leichen. Also den Leuten in der Stadt hier, denen geht's wirklich gar nicht gut. Hier können wir auch nicht drüber schreiten. Das möchte ich auch gar nicht. Bei dem Anblick hier. Jetzt bewegen wir uns hier weiter in Richtung Universität. Die kann doch gar nicht mehr so weit sein eigentlich. Wo
war der nochmal? Schleichen? Ach, mit X, genau. Der Kerl, der meinen Vater getötet hat, steht in deinen Diensten. Sein Blut klebt also auch an deinen Händen. Genau so sieht's aus. So, wir sind kurz vor der Universität angekommen. Und wir haben jetzt hier einen größeren Bereich mit diversen Wachen, die Ratten in Käfigen bewachen. Aber wir könnten für eine ganz schöne Unordnung sorgen, wenn wir da oben den Rattenkäfig herunterschießen würden. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, mal gucken, wie wir da vorgehen. Hier geht's nach unten und hier drüben geht es auch nach unten. Okay, wir könnten also versuchen, uns hier über die rechte Seite reinzuschleichen. Allerdings ist da hinten dann eine Wache mit Laterne und Schild, also eine schwer bewaffnete Wache. Dem könnten wir aber zur Not seine Laterne rausschießen. Das wäre kein Problem, würde natürlich Aufmerksamkeit erzeugen. Mal gucken, ich schleiche mich erstmal an, ich will erstmal alle Optionen hier sondieren. Wir gehen hier mal rechts rum. Hier hinten und unten scheint erstmal noch keine Wache zu lauern. Und wenn ich dort den Rattenkäfig herunterschieße, dann gibt es auf jeden Fall einen Riesentubel hier. Und das will ich zunächst erst einmal vermeiden. Da drüben gibt es was zum Looten. Ja, die Wache hier ist kurz vor ihrem Ende. Und wenn wir das abpassen mit der Wache, dann sollte das gehen. Da drüben ist ein Topf, den könnten wir noch gut gebrauchen. Wir haben aktuell keinen. Was haben wir denn sonst noch dabei? Devorantes gegen den Helm, Odoris für das Anlocken der Wachen. Das könnte auch interessant sein. Und die Wache patrouilliert hier immer links und rechts umher. Die Wachen dort drüben stehen offenbar statisch. Davor habe ich erstmal keine wirkliche Angst. Wir holen uns mal kurz den Topf. Das müsste safe sein, genau. Und dann versuchen wir uns mal hinten zu verstecken, während wir hier... Oh, geht nicht. Mist. Boah, jetzt muss ich hier drüben ganz kurz hin. Und jetzt kommt die Wache zurück. Okay, das hat so gerade geklappt. Wie machen wir das am besten? Also diese beiden Wachen hier vorne kriegen wir mit den Ratten auf jeden Fall ausgeschaltet. Das sind dann 2 von 3, 4, 5, die ich aktuell sehe. Den Episangus nehmen wir natürlich auch noch mit. Hier drüben sind nur Sperren. Die Wache steht hier einsam und verlassen herum. Naja, okay. Diese Wache hier steht auch direkt neben einem Feuertopf. Das heißt, die ist auf keinen Fall dann in Gefahr. Ja, ich glaube, ich werde mal wieder über den Ort hier hinten nach oben schreiten, hineinschleichen. Ah, hier oben gab es auch noch Steine und Kristall, beziehungsweise Schwefel ist das ja. Das haben wir aber alles schon vorrätig. So, wir haben Stein ausgewählt, den können wir jetzt natürlich nur normal abfeuern. Und zwar am besten dann, würde ich sagen, wenn der Gegner jetzt wieder zurückkehrt. Dann gucken wir mal, was passiert. Ja, die Ratten kommen und fressen beide Wachen auf, wie ich mir das gedacht hatte. Und die anderen interessiert das aber nicht im geringsten. Alles klar. Ja, dann ist jetzt ja die Frage. So, das war deine... Da wäre ich mir nicht so sicher, ob ich den nicht doch entwischen könnte, wenn... Ja, hab ich euch. Oha. Das wird natürlich interessant. Ah! Ach nee, das war ja dumm. Aber das ist ein dummer Move, ich habe ja keine Lichtquelle gehabt. Okay, also der hatte uns gesehen, als wir unten waren. Na gut, das war jetzt ein sehr unkluger Move.
Aber gut zu wissen, dass die beiden hier schon einmal leicht besiegt werden. Was war das? Ein Steinchen? Das war dein letzter Fehler. Hast du gehört? Da bin ich mir nicht so sicher, mein Freund. Topfen wir nicht mehr. Gucken, ob der jetzt hochkommt. Ich vermute ja, dass der irgendwie jetzt die Suche einleitet. Aber diesmal sind wir nicht so unklug, sondern verstecken uns vor ihm. Aha, jetzt kommt er hier runter. Dort kann er uns auch erstmal nicht sehen und der hat jetzt keine Lichtquelle mehr. Also im Grunde genommen hätten wir natürlich jetzt auch wegschleichen können in der Zeit. Er wird gleich jetzt zurückkommen. Aber ist ja auch halb so wild eigentlich. Warum suche ich immer noch? Es ist niemand hier. Ja, offenbar ist niemand hier. Kommt der jetzt zurück? Ich höre ihn. Ja, da oben ist er. Okay, er kommt zurück. Also man hätte auch in der Zwischenzeit jetzt wegschleichen können, einfach auf der rechten Seite, aber das war mir dann doch ein zu großes Sterberisiko. So, lassen wir ihn erstmal zurückgehen. Sammeln noch ein paar Steine auf. Ist natürlich die Frage, können wir ihn in die Ratten hineinlocken? Ich glaube, so dumm ist der ja wohl eher nicht, oder? Dass der irgendwie... Was wir machen könnten, wir könnten natürlich mit Odorus ihn hier... Ja, das könnten wir eigentlich mal machen, dass wir auf ihn Odorus werfen. Und die Ratten anlocken. Oh Mann, ist das mies. Aber so effektiv. Jetzt haben wir nur ein Problem. Die Ratten sind natürlich jetzt direkt im Weg. Also müssten wir gucken, wie wir sie jetzt möglicherweise weggelockt bekommen. Okay, aber die Wache hat sich schon mal erledigt und damit ja auch eine sehr gefährliche, die mit hohem Panzerungsschutz ausgestattet war. So, haben wir hier drüben gelootet gehabt? Nein. Wir gucken mal, was wir jetzt noch so übrig haben. Ne, die sind beide voll. Das wäre cool, wirklich, wenn man das aus der Entfernung schon sehen könnte, aber na gut, andererseits sieht man natürlich aus der Entfernung nicht so genau, was es überhaupt für Ressourcen sein mögen. Von daher kann ich das irgendwo nachvollziehen. So, den könnten wir einfach weglocken. Das wäre jetzt überhaupt kein Problem. Der da hinten wird dann schon eher ein Problem darstellen. Also, wie machen wir das? Den Stein werfen könnten wir. Wir haben da hinten noch den Topf übrigens. Den sollten wir vielleicht auch mal schnell an uns grabbeln, wenn die Ratten uns nicht... Nein, können uns nicht sehen. Beziehungsweise sind zu langsam. Okay. So, wir haben also auch einen Topf zur Ablenkung. Aber ich will jetzt erstmal mit einem Stein ihn möglichst hier in die Ratten locken. Wenn das möglich sei. Und das hat ihn so gar nicht gejuckt. Na gut, dann... Hier nach da drüben, bitte. Wow! Das interessiert ihn nicht im geringsten. Zwei Steine umsonst verworfen. Aber das wird dich doch jetzt bestimmt interessieren. Ich hab da drüben was gehört. Oh, er kommt hier rum! Nicht bewegen, was ist das denn? Oh nein! Ach, Neustart wahrscheinlich. Ja, keine Chance mehr wegzukommen, glaube ich.
Was war das denn? Okay. Mist, aber er sucht jetzt nach uns. Allerdings haben wir hier... Ja, oh nein. Hoffentlich findet er uns jetzt nicht. Oh Mann, das war jetzt überhaupt nicht wie geplant. Aber offenbar hat er uns aus dem Blick verloren. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Die Umgebung ist sauber. In Ordnung. So, der einzige Weg nach oben ist jetzt über diese Wache hier. Natürlich haben wir jetzt unseren Topf verbraucht, aber wir könnten mit dieser, mit diesen Metallausrüstungsgegenständen arbeiten. Allerdings kommen wir da hinten nicht mehr an die Sachen ran. Die haben wir aber wahrscheinlich sowieso voll. Ja, dann müssen wir uns jetzt einfach trauen. Ja, es geht nicht anders. Wir müssen... Was soll der Krach? Hoffentlich ungesehen hier. Schneller. Aber ich darf nicht gehört werden. Ja, endlich. Ach nicht. Könnt ihr mir bitte folgen? Boah, Scheiße. Was zum Teufel machen die da? Ich hau einem der Alchemisten eine rein. Die sind schwer gepanzert. Sie sind alle etwas zu riskant. Aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens, einer von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut geht. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Vitalis geht es nicht besonders gut, okay. Er soll ziemlich krank aussehen. Aber jetzt? Wie viele Ketzer haben ihm bereits den Rücken gekehrt? Der Mann ist ein Heiliger, Bruder. Ein Heiliger. So, ein Heiliger. Das sind zwei schwer gepanzerte hier direkt am Fronteingang. Hm, da drüben ist die Kutsche, aber ich glaube, mit der können wir vermutlich nicht interagieren. Da müssen wir wahrscheinlich einen Weg hier herumfinden. Ach, die beiden stehen jetzt da. Okay. Das heißt, ich kann ihnen die Sachen da vorne auch nicht wegstehlen. Schade. Irgendwas ist da hinten. Irgendwas Besonderes steht da rum. Schachfiguren oder etwas Ähnliches. Allerdings ist das natürlich jetzt ein großes Risiko. Kommen wir da dran? Oh, ich bin ja schon jetzt ein bisschen gierig, muss ich sagen. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass das hier ultra gefährlich ist, weil wir haben kaum Möglichkeiten, uns zu verstecken danach. Ich könnte natürlich hier angreifen, aber ich weiß nicht, ob die beiden das mitbekommen zum Beispiel. Ich könnte ihn ganz einfach mit einem Stein ausschalten. Ja, lauf! Autsch. Ich dachte schon, ich würde euch lieben. Okay, er wirft das Ding. Nicht schlecht. Sehr gut getroffen. Das war nichts. Nee, also so funktioniert das nicht. Wenn ich jetzt nicht gleich noch einen großen Einfall habe, dann würde ich sagen, lassen wir das. Wenn ihr Scheiße. Ich dachte, was zum Teufel machen die da? Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens, einer von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut geht. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Tja, kommen natürlich nicht dran, weil der andere hier genau die Sicht blockiert, beziehungsweise genau dahin guckt. Das ist... Locken ginge jetzt nur noch mit dem Topf und den haben wir nicht mehr. Deswegen glaube ich nicht, dass es möglich ist. Klar, wir hätten jetzt noch hier Odorus, könnte man herstellen. Ich weiß aber nicht, ob Odorus funktioniert, wenn keine Ratten mehr da sind. Ne? Wir haben ja keine Ratten mehr in der Umgebung. Dann halte ich das für eher unwahrscheinlich. Wir könnten natürlich versuchen, ohne Geräusche ihn auszuschalten. Ja. Oh, wir verbrauchen jetzt aber auch unglaublich viel Ressourcen dafür. Ne? Also einen könnten wir geräuschlos ausschalten. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das
funktioniert, wenn er daneben steht. Das probieren wir jetzt einfach mal. Wir müssen ja auch mal ein bisschen experimentieren. Okay. Das hat geklappt. Wir können jetzt nur nicht ein zweites Mal das machen. Was wir machen könnten... Ja, wir könnten Devorantis auf ihn abfeuern, damit sein Helm weg ist, und danach auf den Stein switchen, um ihn so auszuschalten. Ich glaube, so könnte es funktionieren. Jo. Das war sehr ressourcenintensiv, aber gut, manchmal muss man eben auch die Risiken nehmen. Wir brauchen aber langsam auch ein paar neue Steine. Das wird jetzt hier doch wichtig. Und hier drüben... Ein Schachbrett. Das könnte Lukas gefallen. Ah, für Lukas, genau. Schön. Wunderbar. Noch ein paar Ressourcen immerhin gefunden, aber ein paar sind jetzt auch wirklich fast komplett aufgebraucht. Aber schön, dann haben wir es geschafft. Es geht jetzt in die Kathedrale, liebe Leute. Aber, ihr kennt mich, ich bin immer gerne für einen kleinen Cliffhanger zu haben. Also in der nächsten Folge treten wir erst in die Kathedrale ein. Bis dahin müsst ihr euch noch einen Tag gedulden. Macht's gut, euer Tastenauer sagt. Ciao, ciao.